Hallo ihr Lieben, heute mal nicht das Thema Bürorenovierung, heute geht es mal um das Thema, ein Kunde ruft an oder ein noch Nicht-Kunde ruft an und möchte etwas haben. So in dem Fall eben, jemand ruft an und sagt, ich möchte ein altes Auto kaufen und das möchte ich bei Ihnen versichern. Ich habe Sie im Internet gefunden. Erstmal gut, dass er mich im Internet gefunden hat. Ich habe ihn dann aber gefragt, wo er seine anderen Verträge hat. Und dann hat er gesagt, ja, das eine ist da, das andere ist da, dann hat ein Freund noch was und dann ist da ein bisschen was und so weiter und so fort. Er hat das so ein bisschen verteilt. Das macht weder für den Kunden noch für mich macht das Sinn. Der Kunde weiß im Schadenfall wahrscheinlich ad hoc gar nicht, wen er anrufen soll. Und ich als Makler weiß gar nicht, wo ist der Kunde denn überhaupt versichert. Hat er das Risiko abgedeckt, hat er das Risiko nicht abgedeckt. Das heißt, ich muss ihn immer wieder auf etwas ansprechen, was er womöglich aber schon abgesichert hat. Sehr, sehr suboptimal. Ich habe diesem Kunden gesagt, dass er mit diesem Auto alleine oder diesem Interessenten, ist ja kein Kunde, diesem Interessenten gesagt, dass er mit diesem Auto alleine bei mir kein Kunde werden kann. Gerne können wir aber zusammen einen Rex-Check machen. Rex-Check habe ich schon mal erwähnt, gibt es nur bei mir, liegt am Namen. Und dann kann ich natürlich das Auto auch mitversichern. Aber der gesamte Aufwand, den Maklerauftrag, die Maklervollmacht, die Datenschutzerklärung, die Erstinformation durchsprechen, all das macht ja überhaupt keinen Sinn für diesen einen kleinen Vertrag. Und deshalb, wenn ihr sowas habt, sehr gerne, aber dann bitte komplett. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Florian.